Einen wunderschönen guten Morgen hier auf meinem wunderschönen kleinen Kanal. Irgendwann im letzten Jahrtausend wurde ich mal auf den Namen Maverick getauft und wir spielen hier gemeinsam Fallout 3. Mittlerweile Folge 25. Haben uns gerade ein Haus gekauft in Megaton. Und sollen jetzt so ein komisches Maulwurfsrattenabwehrzeugs für Moira testen. Mal gucken, ob das vertaucht oder ob es besser ist, die Viecher einfach tot zu kloppen. In diesem Sinne würde ich sagen, viel Spaß beim Video und dann auf ins Wasteland. So, dann wollen wir mal gucken, was machen wir denn jetzt? Was machen wir denn? Was haben wir denn noch für Quests offen? Test the Repentant und Free Mole Rats. War das dieser. Das war doch ein. Der war das, ne? Ja. Die muss erstmal auf 1, die muss wieder auf 7. Dann hauen wir den Repellent Stick auf 8. Dann lass uns das Ding mal ausprobieren. Falls uns so ein Ding. Wobei, den können wir besser. Machen wir eine andere Quest und dann machen wir es nebenbei noch. Da oben hin? Nach Big Town? Würde ich sagen, wa? Lass ich mich wieder von der Karawane nach Big Town bringen und dann gucken wir uns da mal um. Machen die paar Supermutanten da hinten platt. Oh. Und das soll ja wohl dann gehen. Oh, ein. Ah! Refuel. Okay. Right. Okay. Cool. Also so funktioniert es also mit dem Motorrad. Das heißt, unser Motorrad, da steht's im Baum. Using 0,6 Units of Fuel. Wie viel Fuel habe ich denn noch? 1,4 Units. 6 Meilen gefahren, 18%. 0,2% pro Meile. Finde ich jetzt ein bisschen viel. 0,1 pro Meile reicht eigentlich. So. Return. Ich weiß gar nicht, wie kann ich denn da was reintun? Weight Limit. Zweimal my carry weight. Nothing, just admiring it. Lass mich nochmal rausfinden, wie ich da was reintun kann. Wo müssen wir jetzt hin? Polizeihauptquartier von Germantown. Kann ich da auch hinreisen? Nee, kann ich nicht. Okay. Dann laufen wir da jetzt hin. Müssen wir bloß hier wieder zurücklaufen, dass wir mit dem Motorrad wieder nach Megaton zurück, nach Big Town fahren. Hey! Maulwurfsratte Nummer 1. Geht ja fix hier. Was habe ich gesagt? 7 Stück muss ich damit verkloppen? Ich glaube ja, ne? Wir machen auf jeden Fall bis zum Optional Level hoch. Da hinten läuft was. Das ist wieder so ein komischer. So ein Centaur ist das, ne? Ja, ist es auch. Daneben. Oh, wo kommt er denn her hier? Bloatfly. Warum dreimal? Hatte ich ihn nicht so eingestellt, dass. Ja, warte, das ist eine neue Waffe, deswegen muss ich erst wieder einstellen. Shit, das ist nicht gut. B. 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 So. Genau, das habe ich mir nämlich fast gedacht. Der muss auf ein Viertel runter, der soll zwei abschießen. Und der Burst Mode soll auf ein Drittel. Ne, soll auch auf ein Viertel runter, der soll auch nur zwei abschießen. So. Sehr schön. Mit Burst machen die richtig Spaß, die Dinger. Also echt jetzt. Finde ich voll geil. Mit Burst-Modus, das macht richtig Laune. Guck mal, wie schnell ich jetzt bin mit einer vernünftigen Rüstung. Nicht mehr durch die Gegend schleichen wie so ein
Das ist doch ehrlich. So macht das Spaß. Jetzt macht das Spaß. Endlich haben wir ein Haus, wo wir die blöde Powerrüstung lassen können. Da können wir doch auch alle Powerrüstungen lassen. Wir wollen ja alle einsammeln, aber wir wollen ja auch nicht alle mitschluren, ne? Endlich kann man auch sinnvoll mit den ollen Pistolen, mit den ollen Maschinenpistolen oder Sturmgewehren spielen hier. Wie sich das gehört. So. Bin ich schon wieder verkrüppelt? Nein, bin ich nicht. Gut. Na, muss man ein Stimpack reinpfeifen. Polizeihauptquartier von Germantown. Alles klar. Wo geht's hier rein? Hier? Nee. Es ist sehr hell. Kann ich eigentlich die... So. Gucken, ob es da einen Mod für gibt, dass das ein bisschen weniger blendet, weil das ist ja echt viel fies. Hallo. Hallo, Supermutant. Nur 6 bringt mich jetzt nicht wirklich weiter. Ich dachte, das wäre hier so ein Supermutantenlager. Wo sind die Supermutanten? Katastrophenhilfe, okay. Ja. Will ich jetzt nicht alles durchlesen, ist mir zu viel, muss ich sagen. Arme brauchen wir nicht. Betten brauchen wir auch nicht. Was gibt's hier? Noch mehr Matratzen. Finde ich interessant, dass sie statt Feldbetten Matratzen nutzen, aber Matratzen sind viel besser zu transportieren als Feldbetten, glaube ich. Habe ich gehört. Ah. Der ist kaputt. Die ist kaputt, leer. So. Was haben wir hier Schönes? Leere Mülltonne, volle Mülltonne. Was ist in der Mülltonne drin? Carton of Cigarettes. Die lohnen sich wiederum. Komme ich nie rein. Okay. Da müssen wir oben reingehen. Müssen uns da durchschießen. Ich meine, nicht, dass wir da Probleme hätten, uns da durchzuschießen. Hin. Chinese Assault Rifle. Meine ist noch. Ich könnte eventuell schon sein, dass ich sie schon damit reparieren kann. Nee, kann ich noch nicht. Okay. Aber wie gesagt, die finde ich von der Optik her. Finde ich noch geiler. Die sieht noch geiler aus. Ich glaube, sie macht auch mehr Schaden. Ist halt ein G3. Ein G3 ist halt geiler als eine Kashi. Oder eine Fall ist es. Ist ja eigentlich eine FN-Fall. Ist ja kein G3. Ist ja eine Fabrik National Fall. Junkham, Wetterham. Shit. Gar nicht gut. Oh, hier mal reingucken. Wealthy, 2 von 7. Heading. Könnte gehen. 5 von 7. Jetzt wird's aber so langsam. Declare. Ne. Feeling. 1, 2, 3, 4 sind das nur. Feeling sind auch nur 4. Readily. Readily sind 4. Leaders sind 3. Quality. 1, 1, 2. Dealing. Dealing sind 5. Okay. Beating. War klar. Doof gelaufen. Was worth a try. So, wir müssen nochmal in die Triage ran.
Und dann muss ich mir nochmal so eine Hotkey-Mod suchen, der, womit ich alles hotkeyen kann, weil, ja. Hä? Da gerade was geschossen. Hi! Bist du Günther? Ich bin der Günther-Töter. Wir haben jetzt schon wieder so viel Schrott eingesammelt, ne? Wenn wir so viel Schrott eingesammelt hätten vorhin mit der ollen Power-Rüstung. Ach, guck an, eine Gewehrfalle. Wo ist denn hier die? Oh, hat er. Super. Ach, deswegen hat's vorhin geschossen. Da hat der. Der ist in die scheiß Falle reingerannt, der Typ. Komm um die Ecke. Komm um die Ecke. Deswegen. Deswegen hat er so rumgeschrien. Der muss in die Falle gelaufen sein. Ja. Minen liegen hier auch noch rum. Interessant, was ist denn da im Safe drin? Small Rune Book, ja. Bringt's jetzt nicht wirklich. Hunting Rifle, wenn ich muss mein Repair-Skill ein bisschen hochkriegen, dann kann ich vielleicht meine Hunting Rifle wieder ein bisschen besser. Oder. Oh, Alter! Die ganze Hütte ist voll mit Minen, ey. Muss ich echt aufpassen. Hier sind wir vorhin rein, ne? Ja, genau. Ganze Hütte voll mit Minen. Schön, schön, schön. Ich lebe noch. Shit. Zu spät gesehen. So, das war jetzt das Auto-Hacking. Wir könnten den jetzt wahrscheinlich auch über den PC aufmachen, aber ich hack den lieber, weil es gibt dann noch. Oder ich knack den lieber von Hand. Es gibt noch ein paar EP. Kennwort für den Abriegelungscomputer. So, jetzt müssen wir auf jeden Fall erstmal wieder bei der Triage bei. Verdammt, ich hab nicht die ganzen Stimpaks schon wieder verheizt, ey. Oder Triage? Ich weiß nicht, wie spricht man das aus? Ich weiß es nicht. Mein Right Leg ist beschädigt. So. Also eigentlich brauche ich Stimpaks en masse. Ist aber ja auch okay. Das ist eine Rechnung, mit der kann ich leben. Surgical Supplies ist auch wichtig. DC Journal of Internal Medicine. Das müsste, theoretisch müsste ich das schon, ich mich nicht ganz täusche, müsste ich das schon lesen können. Ja, kann ich. Sehr gut. Also langsam läuft das auch jetzt, wo die alle Power-Rüstung los sind. Ich wollte sie halt nicht wegschmeißen. Dafür ist es dann doch. Dafür sammle ich mir den ganzen Mist dann doch schon zu gerne. Also da wollte jetzt auch nicht hier einfach die olle Power-Rüstung da irgendwo in die Landschaft schmeißen. Ich fand das schon traurig genug, dass wir die anderen nicht mitnehmen konnten. Da könnten wir aber jetzt ja theoretisch, ich weiß nicht, ob die da noch liegen. Aber wenn wir unser Motorrad mal ordentlich aufgepumpt haben mit Sprit, dann könnten wir da ja mal runterfahren und Kronkorken. Und dann gucken wir mal, ob die da noch liegen. Dann können wir nämlich die ausgestoßenen Power-Rüstung auch noch mitnehmen. Die war ja auch recht cool. So, wie sehen meine Stats aus? Ja, ein bisschen verletzt bin ich. Ich habe aber auch Bloodbags, ne? Genau. Pfeifen wir uns mal so eins rein. Also muss auf jeden Fall zusehen, dass wir noch ein bisschen. Aber warum konnte ich denn nur zwei Ladungen? Whisky habe ich noch. Was returned to the last place you rode it? Das heißt, mein Motorcycle steht jetzt Wetten wieder. Ja, müssen wir gleich mal gucken. Wahrscheinlich steht es jetzt wieder in Megaton. Wir lassen uns mal überraschen. Ja, das passiert, wenn man nicht aufpasst. Mist.
So ein Scheiß. Was soll's. So, nochmal das Ganze. Da lag eine Mine, wusste ich doch. Wieso hat er schon viermal geschossen? Steht doch auf. Hä? Steht doch auf zwei. Egal. So, jetzt bin ich mit dem Gewicht voll. So. Bin ich noch irgendwo gekrippelt? Nee, ne? Bin ich nicht, genau. Hauen wir so ein Blood Pack rein. Oh nö! Kann ich hier wieder ausmachen? Ach, diese... So, das war's auch mit Stimpaks. Keine mehr. Also aufpassen und nicht wieder in die Mine reinlatschen. Nicht so das blöde Gefühl, dass die... Oh. Kann nicht. Eine Pankow Jackhammer. Ja. Mich wundert ehrlich gesagt, dass ich noch keine M4 oder sowas gefunden habe, aber vielleicht haben sie die einfach mit dem Mod dann dementsprechend in Militär. Ich bin ja noch keinem Militär begegnet. Ah, okay. Wenn das zu hoch ist, kann ich es nicht mal versuchen. Alles klar. Da ich mit dem Aufsprengen nicht wirklich Glück bis jetzt hatte, lassen wir das mal. Hi Red! Vorkriegsbuch. Notfallzellenentriegelung. Hi Red! Sie retten mich? Danke. Ich glaube, die... Ich bin auch froh. Unter diesen Umständen... Ja, komm, nimm die. Leather Belt ist nie verkehrt. Stündchen hinlegen, das wäre unser... Okay, irgendwas ist hier immer noch gekrippelt von mir, wa? Egal. So, Red, wir müssen hier raus. Und zwar jetzt.
ASAP. Was heißt mutilated? Ich kann das Wort nicht zuordnen. Da geht's noch tiefer. Gehen wir mal noch tiefer, wa? Ich denke, diese Blutspur soll schon irgendwo hinführen. Behaupte ich mal, vermute ich mal. Einen wunderschönen guten Abend. Ich vermute mal, die Blutspur soll mir irgendwas, soll die mir andeuten. Das hier ist die Schießhalle, ja. Das sieht aus, als wenn es die Schießhalle wäre. Er hat irgendwer Zielübungen auf Radar gemacht, okay. Ja. Schön. Schön. Skulls brauche ich nicht. Torsos brauche ich auch nicht. Ich keinen Schlüssel für. Knack kriege ich den nicht. Das brauche ich nicht versuchen. Gewehrschrank. Ja, komm. Was haben wir hier noch? First Aid Pack. Kein Stimpack. Schade. Ich brauche Stimpacks. Eigentlich. So, da sind wir doch gerade hergekommen, oder? Ground Floor. Leer. Leather Belt. Mit Leather Belt kann ich über kurz oder lang meine kann ich mir Bandagen erstellen. Was wollen die? Sterben? Können sie haben. Bin gleich da. Lass mir eben eine Minute. Ja, ich brauche noch eben eine Minute, bis ich euch töten kann. Leute, ich habe auch nur zwei Beine. Ich bin auch kein Flugzeug, ne? Oh. Ja, danke, Vets, dass du quasi alles anvisiert hast, außer das, was ich angreifen wollte. Schon. Okay. Hä? Lebt ja noch. So, jetzt lebt er nicht mehr. Schon gewundert, warum ich ihn nicht looten konnte. Schlüssel des Gefängniswärters, sehr gut. Ah, wer bist du? Hi, Shorty. Das ist... Ah. Lohnt sich nicht. Lohnt sich nicht. Anscheinend ist in einem Backofen ein Pilot Light. Ich weiß nicht, was ein Pilot Light ist. Ich hätte es jetzt auf dem Boot, wie gesagt, Ja, laber nicht. Ich hätte es auf dem Boot geladen. Oder auf einem Boot verortet. So. Also ich hätte es nicht unbedingt. Cigarettes, Toy-Car. So Mädels, Abmarsch. Hier unten haben sie die auseinandergenommen, wa? Und dann, weggesnackt. Hier bin ich. Geht's hier noch anderswo raus? Bin ich hier reingekommen? Ach ja. Ganz gut. Sonntagabend. Ich hab frei. Alles supi. Und selber? So, eine Tür, ich brauche eine Tür, ich brauche eine Tür, ich brauche eine Tür. Hier war irgendwo eine Tür, die ich nicht aufgekriegt habe, oder? Die da. Da fehlte mir der Schlüssel für. Geht nicht, okay. Dann nicht. Dann gehen wir hier wieder raus.
So. Ich mich jetzt hier schlafen lege. Nee, ich komme nicht über den Dings hinaus, weil irgendwas von mir noch verletzt ist. Nicht gut. Mein Moped steht auch nicht hier, ne? Nee, mein Moped steht nicht hier. Gut, dann müssen wir jetzt erstmal nach... Ja, hier stürmt es ziemlich. Wir haben für heute Abend Böen bis 130 km/h angesetzt. Wobei, wenn ich jetzt aus dem Fenster gucke, jetzt geht's gerade, aber heute Nachmittag, also bei uns im Garten, ist schon der erste, wenn auch etwas ältere und nur kleine und schon etwas angerottete Baum umgekippt. Ich hoffe mal, dass nicht mehr umfällt. Ja. Ich habe einen. Mal gucken. Soll ja bis Dienstagabend soll es ja stürmen. Oh, scheiße, das war nicht so clever. Hahaha. Hab ich noch ein Stimpack? Nein, habe ich nicht. Aber ich habe doch bestimmt noch. Oh, gar nicht gut, gar nicht gut, gar nicht. Da! Komische Healing Powder habe ich noch. Es bringt wenigstens ein bisschen was. Ich bin ja mal gespannt, ob mein Moped da vorne gleich steht. Oder ob ich jetzt tatsächlich zurücklaufen muss nach Big Town. Hier im Spiel, ja, ich habe, ich kann dieses, wenn man sich anguckt, wie Pripyat, und da ist mein Motorrad, wie Pripyat und Dings so aussehen heutzutage, Pripyat und, generell rund um Tschernobyl, so, und hier war alles beige und so, das ist irgendwie, habe ich für unrealistisch gehalten, und das finde ich so dann doch schöner. Warum, was wollt ihr von mir? Es kurz Shorty Safety Pack. Hey Bittercup. Danke für die Hilfe. Da habe ich einen Mod installiert. Ich habe auch diesen komischen grünen, sonst lag hier immer so ein grüner Nebel drüber. Den habe ich auch rausgeschmissen, habe da was Vernünftiges draus gemacht. Kommen Sie später wieder. Den habe ich auch rausgeschmissen, weil er mich genervt hat. Jetzt steht mein Motorrad hier, liegt hier oder was? Das ist super. Ah, Kinders. So. Ist die Quest jetzt abgeschlossen? Escort Red back safety. Safely. Ist Red jetzt nicht hier gelandet oder wie? Wo ist denn Red jetzt? Red muss doch auch da sein. Wo ist Red? Ach, Kinos. Ich warte mal eben eine Stunde. Nein, sie ist immer noch nicht da. Ich hätte jetzt gehofft, dass Red gleich mal auftaucht hier. Das ist sie nicht. Hallo. Ah, da, so. Speak to Red about your reward. Wo ist Red denn? Da ist Red. Ja, schön, schön, schön. Danke, Sie sind ein echter Held, wissen Sie. Ja, war mir ein Vergnügen. Ich weiß, dass Sie Ihr Leben schon mal riskiert. Okay. Ich glaube, in der Nähe töte Mutanten. Ja, machen wir. So, ich würde sagen, wir fahren mal eben kurz nach Megaton. Haben wir noch genug Sprit? Ja, haben wir. So. Sehr schön. So, wir sind wieder in Megaton angekommen. Hervorragend. Hallo. Eben kurz zur... Ja? Hatte ich nicht den Wear gerade runtergestellt von meinem Motorrad? Na egal. So, er soll mich mal eben wieder zusammenflicken hier. Hey, steh auf. Mach mich heile. Es ist zwar Nacht, aber... Hoffentlich haben Sie Krebs. Ja. I'm hurt, I need help. Alright, here's your money.
Ach, 75, wird auch teurer hier, oder was? Okay, jetzt übernehme ich's wieder. Ich kann auch in Bleibe zahlen. Sausack. Jetzt ist alles wieder in alles wieder in Ordnung, großes Baby. Tschüss. Blödmann. So. Gehen wir mal nach Hause. Da war unser Haus, ne? Ja. Hallo. Zack. Mein Megaton-Haus. So. Very good. Nee, ich hab's mir anders überlegt, tatsächlich. Ich hab die Stadt doch nicht in die Luft gesprengt. Ich hab sie bis jetzt jedes Mal in die Luft gesprengt und da hatte ich jetzt irgendwie gerade... Nee. Ich bin heute ein netter Mensch. So, da haben wir wieder ein paar kleine Männchen gerettet. Wir sind so lieb und sozial und toll. Ja. Naja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst gerne einen Kommentar da oder lasst doch gerne einen Daumen da oder beides. Ich würde mich drüber freuen. Lasst doch gerne ein Abo da, dann verpasst ihr nichts. Folgt mir auch gerne auf Twitch. Ich streame auch viele andere Dinge, die hier nicht unbedingt auftauchen. Ja. Würde ich sagen, beim nächsten Mal gucken wir mal, dass wir unser Maulwurfsrattenabwehrzeugs mal ausprobieren. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schaut wieder rein und dann bis zum nächsten Mal im Wasteland.